bin erst mal ganz erschrocken. Also, das war ja gar nicht zu erwarten. Hätten Sie das denn gedacht vom Herrn Köhler, dass er so reagiert? Nein, eigentlich nicht. Das hätte ich ihm nicht so getraut. Deswegen bin ich auch sehr überrascht, weil es passt eigentlich so gar nicht zu ihm, dass er, naja, ich habe ihn immer für besonnen gehalten, aber es scheint ja nun doch nicht so zu sein. Aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Hätte er nicht tun sollen. Vollkommen überraschend, oder? Ja, definitiv. Hätten Sie ihm das irgendwie zugetraut? Nein. Er wüsste nämlich jetzt auch völlig auf dem falschen Fuß. Gar nichts drüber mitbekommen oder sonstiges. Gut, er hat ja Äußerungen gemacht, aber hat auch die letztendlich so ein bisschen relativiert und auch den Aufschrei der Politik kann ich da nicht wirklich nachvollziehen. Ist, keine Ahnung. Ja, ich bin ja ganz erstaunt. Ich bin fassungslos eigentlich. Ja, ich mochte ihn eigentlich persönlich. Also von der Warte her, ja, kann ich eigentlich nichts zu sagen. Hätte man ihm auch nicht zugetraut, ne? Nein, überhaupt nicht, nein. Er war halt natürlich ein sehr politischer Präsident, hat sich aus dem Fenster gelehnt. Und meines Erachtens hat er eine ganz Unrecht gehabt. Ne? Und ist ja nie ein Bundespräsident bis jetzt zurückgetreten. Richtig. Selbst ein peinlicher Lücke ist er nicht mal zurückgetreten. Ja, ich halte das eigentlich insofern ganz gut, als er Rückgrat beweist und vielleicht einsieht, dass das nicht ganz okay war, seine Beurteilung. Auf der anderen Seite ist es fraglich, ist das so tragisch, muss er deswegen zurücktreten? Wie finde ich das? Also, dass er eben ein Kreuz hat und sagt, ich vertrete meine Meinung und stehe auch dazu. Ne?